Leute und herzlich willkommen heute im Test. Ihr seht es, P1 Böller. Und zwar P1, also in Kategorie P1 mit Blitzknall. Natürlich alles legal und ab 18 Jahre zu erwerben. Also wir haben hier Blitzkartusche Cobra 2, Pyro Union, ein Schallerzeuger, Chiarappa. Dann haben wir hier Funke Thundercracker D. Dann haben wir hier Blitzkartusche Cobra 1. Hier haben wir den Zeus. Hier haben wir den Zeus Blitzböller von Di Blasio Elio. Und dann haben wir hier noch einen Funke Pirat. Der hat zum Beispiel 1,3 Gramm BKS, dieses kleine Röhrchen. Extrem stark. Und hier auch ein so ähnlich wie Funke Pirat, nur von einer anderen Firma. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mal mit dem Schwächsten. Also in Anführungszeichen Schwächsten, die sind ja alle stark. Mit dem Zeus. Allzu stark, deswegen steigern wir uns mal mit dem Cobra 2. Also ihr habt gehört, das war schon einer der besseren P1 Böller. Und jetzt hier diese kleinen Funke Pirat, also da darf man sich wirklich nicht täuschen. Ihr werdet gleich sehen, wie wahnsinnig laut diese Teile sind und wie druckvoll. Und jetzt hier das Gegenstück, den Funke Piraten. Das ist echt der Wahnsinn, wie druckvoll die Teile sind. Jetzt Blitzkartusche Cobra 2. Eigentlich mein Lieblings-P1-Böller. Ihr werdet gleich sehen, warum. Erstens ein wunderschöner roter Vorbrenner. Und dann ein wahnsinns druckvoller Knall. Jetzt haben wir hier noch die zwei letzten. Thundercracker D von Funke und Pyro Union. Schallerzeuger. Machen wir mal den Pyro Union Schallerzeuger zuerst. Ich hoffe, den kennen ja viele, aber es ist halt ein echter Klassiker und einer der stärksten. Und vor allem noch mit richtig schöner Goldfontäne vorher. Der Wahnsinn, kann ich nicht sagen. Echt ultra heftig. Und jetzt Thundercracker D von Funke. Hier ist natürlich besonders, ihr habt es ja gesehen, diese massiven Schnipsel.